Hallihallo meine Lieben und willkommen zu einem weiteren Tutorial nach langer, langer Zeit. Mal wieder ein anderes Video anstatt eines Let's Plays. Ich weiß gar nicht, das letzte Tutorial war, glaube ich, über die Monetarisierung, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall, heute in dem Tutorial möchte ich euch zeigen, weil mich zwei, drei Leute darauf angesprochen haben, wie kriegt man denn diese Thumbnails in der Art hin, wie es bei meinem Skype-Trolling-Video war. Ne, mit dem David vom Color Gaming TV, wo wir den einen da so schön verarscht haben. War cool übrigens. Und ja, davon gibt es ja ganz verschiedene Arten. Da haben mich halt zwei, drei Leute gefragt, ey, kannst du darüber nicht mal ein Tutorial machen? Und da haben wir gesagt, komm, na klar kann ich das machen. Und zwar suchen wir erstmal das Papier raus, was wir dafür brauchen. Geht dafür in euren Browser. Bei mir ist das Google Chrome. Wir gehen dann auf Google, ja. Mein bester Freund in den letzten Tagen und gibt da einfach mal ein Paper PNG. PNG ist die Art des Bildes, wer es noch nicht weiß. PNG, das ist, dann hat das Bild einen transparenten Hintergrund, ne? Das ist immer am besten. Und dann könnt ihr euch ja mal hier so durchklicken. Ich weiß gar nicht, ob ich mein Papier finde. Also das könnt ihr zum Beispiel nehmen. Jared Paper Stock bei Camo. Bei Charmo. Wo ist denn mein Papier? Wo ist denn mein Papier? Haben sie da draus genommen? Ey, die haben mein Papier rausgenommen, die Schweine. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es war das hier unten. Paper.jpg. Aber das war nicht JPG, das war PNG. Naja, haben es die Schweine rausgetan. Könnte auch das hier gewesen sein. Weiß ich gar nicht. Naja, also dann sucht ihr euch das passende Papier raus. In PNG-Form. Nicht in JPG oder GIF. PNG muss es sein. Und dann könnt ihr das halt speichern, wo ihr wollt. Dann öffnet ihr euer. Ja, euer Bildbearbeitungsprogramm, weil ich habe dafür GIMP 2.8. Habe ich immer schon geöffnet. Und jetzt, ja, holen wir uns mal die Materialien, die wir so brauchen. Also, ich nehme erstmal einen schönen Minecraft-Hintergrund. Da habe ich einmal hier meinen Minecraft-Ordner. Wir nehmen mal das, was ich auch da genommen habe, hier und ziehen das rein in GIMP. Bei mir hat das jetzt das Format 1920x1080, sprich Full HD. So, als nächstes geht ihr hier oben links. Also ich mache das jetzt mit GIMP. Ich weiß nicht, wie das bei Photoshop ist. Da gibt es auch ein paar andere Tutorials. Ich mache das jetzt hier mit GIMP 2.8. Als nächstes erstellt ihr eine neue Ebene. Das macht ihr, indem ihr hier in das Fenster reingeht, einen Rechtsklick macht und auf Neue Ebene geht. Und dann steht da schon automatisch auch die Breite und die Höhe. Ist wieder 1920x1080. Ihr könnt das natürlich umändern, wie ihr wollt. Ich würde euch aber das empfehlen und klickt auf OK. So, und in diese zweite Ebene, ja, da machen wir jetzt erstmal den Schatten rein. Also der links und rechts und unten und oben, überall wo der Schatten ist, gehen wir hier oben links auf rechteckige Auswahl, einen rechteckigen Bereich auswählen. Oder mit R, mein Gott, R. Genau, und dann könnt ihr euch die Größe aussuchen. Ihr könnt meinetwegen, ihr könnt da so groß ziehen. Oder ihr zieht es noch ein bisschen größer. Ich ziehe das jetzt mal. So groß würde ich sagen. Ja, ein bisschen groß. Wir ziehen das mal ein bisschen kleiner überall. Wie gesagt, dann müsst ihr halt ein bisschen rumprobieren. So, wenn ihr das soweit habt, wenn ihr euch die Größe ausgesucht habt, wenn die Größe euch gefällt, dann geht hier unten auf den Farbeimer ausfüllen oder die Umschalttaste und B drücken. Und sucht euch hier und seht ja hier, dass man jetzt erstmal in diesem Bereich hier. Wo das Schild ist und der Farbeimer. Ich kann das so schlecht erklären. Mein Gott, also ihr seht ja hier links. Da könnte man jetzt zum Beispiel ausfüllen. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen das hier machen. Aber das geht noch nicht. Da gehen wir hier oben auf Auswahl und geht auf Invertieren. Oder ihr drückt Steuerung und I. Invertieren. So, und schon hat er das Ganze umgedreht. Schon können wir hier außen Farbe ausfüllen und in der Mitte halt nicht mehr. Das machen wir jetzt mal. Zack. So, dann geht ihr auf Rechtsklick und macht Auswahl nichts. Ich glaube, so war das. Genau, und jetzt geht ihr, warte mal. Genau, jetzt geht ihr hier oben auf die Ebene. Die Ebene müsst ihr ausgewählt haben. Geht auf Filter, auf Weichzeichnen und auf den Gaußschen Weichzeichner, der Gaußscher Weichzeichner. Und jetzt seht ihr ja hier, jetzt könnt ihr bei Horizontal, könnt ihr das verändern, so wie ihr wollt. Und ihr seht schon, je höher man geht, desto verschwommener wird das Schwarz. Ihr müsst da einfach auch mal ein bisschen rumprobieren, wie ihr das haben wollt. Ich stelle das jetzt mal auf,
Ja, ich stelle das jetzt mal so auf. Auf 150 stellen wir das mal. Okay. So, und jetzt seht ihr schon. Das Schwarz ist verwischt worden, so gesagt. Deswegen ja gauscher Weichzeichner. Ihr könnt, wie gesagt, ihr könnt das noch stärker stellen oder ein bisschen nach unten stellen. Wie ihr wollt, könnt ihr das regulieren. Das ist ganz egal. So, dann habt ihr schon mal ringsum diesen schwarzen Schatten, diesen Effekt. So, als nächstes wollen wir den Rand hinkriegen. Diesen Ausschnitt da. Diesen papierartigen Ausschnitt. Dazu holt ihr euch euer gedownloadetes Papier. Das habe ich hier. Bei mir war das die Datei Paper. Nee. Papier-SJV-Franz. Keine Ahnung, müsst ihr mal danach gucken. Dann zieht ihr das einfach in GIMP rein. Zack, da habt ihr schon. Momentan ist das ja noch hochkant. Das können wir ja drehen, kein Problem. Geht ihr hier auf Drehen. Ihr könnt das so manuell drehen oder gebt hier den Winkel ein. Da gebt ihr 90 Grad ein. Macht Enter oder OK und drückt auf Rotieren. So. Jetzt kommen wir. Also, falls ihr nicht mitkommt, könnt ihr ja zwischendurch das Video stoppen oder alle weiteren Fragen, wie gesagt, könnt ihr unten in die Kommentare reinschreiben. Als nächstes gehen wir auf Skalieren, das ist rechts neben Rotieren. Und ziehen das erstmal, ich mache das gelegentlich mal hier oben hin, brauchen wir jetzt nicht unbedingt, dann zieht er das erstmal hier unten in die Ecke rein, so mache ich das immer. Und zieht das dann so, dass es so groß ist wie das Bild. So, ist jetzt nicht genau, ah doch, passt genau. Geht da auf Skalieren. So, nun habt ihr das erstmal. Jetzt habt ihr erstmal das ganze Bild verdeckt. Jetzt kommt Trick 17. Aufgepasst. Ihr geht wieder hier rein. Macht wieder einen Rechtsklick. Erstellt noch eine neue Ebene. Wieder dieselbe Größe. So, und in die Ebene. Da arbeiten wir jetzt mit dem Zauberstab. Das ist hier oben. Zwischen nach Farbe auswählen und freie Auswahl. Da ist der Zauberstab. Jetzt hat gerade mein Handy vibriert. Unwichtig. Bestimmt. So. Und dann wählt ihr hier unten einen einen Schwellwert aus. Keinen Schnellwert, einen Schwellwert wählt ihr da aus. Am besten so hoch, wie es geht. Ich stelle den immer, nur auf Nummer sicher zu gehen, stelle ich den mal ganz hoch. So. Und dann klickt ihr mit dem Ne, warte, was müssen wir denn. Ah, wie war das denn nochmal? Genau, ihr müsst als allererstes wieder in die Ebene gehen mit dem Papier. So, da drückt ihr drauf. Und dann seht ihr schon, ringsum ist das Papier ausgewählt. Mit diesen kleinen schwarz-weißen. Ja, was sind das? Ameisenstriche nenne ich sie jetzt einfach mal. Also auf jeden Fall ist es markiert. Dann geht ihr wieder zurück in die Ebene, die ihr erstellt habt. Für das Papier hier. Und dann macht ihr eigentlich dasselbe wie bei dem Schatten. Ihr geht auf den Farbeimer. Und wählt jetzt halt nicht schwarz aus, sondern weiß. Ihr könnt natürlich jede andere Farbe nehmen, auch beim Rand oder beim Schatten. Ihr müsst nicht unbedingt schwarz nehmen. Ihr könnt auch beim Schatten weiß nehmen, wie ihr wollt. So, und jetzt haben wir wieder dasselbe Problem, dass wir das Papier zwar ausfüllen können, aber nicht den Rand hier außen. Wir wollen ja gerade den Rand ausfüllen. Dann machen wir wieder dasselbe. Wir gehen auf Auswahl, auf Invertieren oder Steuerung I. Und schon können wir den Rand hier außen ausfüllen. So. Machen wieder dasselbe. Rechtsklick, Auswahl und nix. Und dann können wir die Papierebene, die können wir löschen. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Schwupps, schon habt ihr den weißen Rand oder diesen ausgeschnittenen Rand. Jetzt sieht man natürlich den Schatten nicht mehr so gut. Den könnte man natürlich jetzt noch ein bisschen verstärken. Entschuldigung. Oder ihr könnt natürlich auch das die Ebene mit dem Papier noch ein bisschen vergrößern, dass man den Schatten sieht. Genau. Das war's eigentlich schon. Ich führe das mal so en zu Ende, wie ich das jetzt so gestalten könnte. Also man könnte jetzt zum Beispiel, habe ich mir so ein Schild hier runtergeladen. Oder wir können auch mal ein Minecraft-Logo hier nehmen. Dann würde ich das jetzt zum Beispiel so gestalten. Könnte ich zum Beispiel bei meinem Minecraft-RP, falls ich mal wieder eins mache, machen, ja. Skalieren. Könnt ihr das hier oben hinziehen. So, und das Schild könnten wir meinetwegen hoch. Schild müssen wir unter die Ebene hier ziehen. Unter die Ebene meine ich, geht natürlich nicht. Warum nicht? Warum willst du dich da nicht hinziehen lassen? Normalerweise könnte man die Ebenen jetzt hier untereinander ziehen. Warum der das nicht machen will, weiß nicht. Auf jeden Fall, ihr wisst, wie ich das meine. Ihr könnt das jetzt so gestalten, wie ihr wollt. Schreibt hier ein Schild, macht hier ein Schild hin. Holt euch noch einen Skin dazu. Ich habe jetzt diesen coolen Skin hier mir mal geholt, der dann das Schild hier festhält.
Also warum das nicht geht, musst du mir auch mal erklären. Naja. Also auf jeden Fall könnt ihr das dann gestalten, wie ihr wollt. Dass der Typ dann hier zum Beispiel das Minecraft-Schild hält. Och, Manno. Ich würde euch das jetzt gerne zeigen. Warum lässt das sich denn nicht nach unten verschieben? Mann, blödes Gimp. Jetzt gerade versagt es. Na, also ihr wisst, was gemeint ist, ne? Ja, und das war eigentlich schon der ganze Trick an der ganzen Sache, ne? Kann das mal hier löschen. Die Ebenen, weil jetzt nur so ein Beispiel, wie ihr das dann weitergestalten könnt. Jeder kann ja sein Thumbnail so gestalten, wie sie wollen. Falls ihr Fragen habt, falls ihr bei irgendeinem Schritt nicht mitgekommen seid, falls ihr nochmal irgendwie nachfragen wollt, ob man das so oder so machen kann, kein Problem, dafür sind die Kommentare. Da schreibt es nach unten in die Kommentare oder ihr schreibt mir eine PN. Wenn es mehrere Sachen sind, die geklärt werden müssen. Ja, und ansonsten, ich hoffe, euch war es hilfreich, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat, ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und falls ihr mal wieder ein Tutorial sehen wollt über irgendwas anderes, dann schreibt das auch in die Kommentare, bin ich gerne offen dafür. Ja, und ansonsten war's das. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage, ciao und bis zum nächsten Mal. Euer HSPLP. Macht's gut, meine Lieben.